Schön, Sie hier in Bethlehem zu treffen, Ronny. Ich freue mich auch. Könnten Sie uns bitte die Geschichte Ihres Ladens erzählen? Unser Laden ist ein historischer Laden. Wie Sie sehen können, befinden wir uns direkt gegenüber der Geburtsstätte Jesu. Und das ist etwas Besonderes für uns. Mein Großvater hat dieses Geschäft 1927 gegründet. Und dann kam mein Vater, Viktor, in der zweiten Generation. Und ich und mein Bruder, wir sind die dritte Generation. Und ich habe einen kleinen Viktor. Ich hoffe, dass er die vierte Generation sein wird. Es ist ein Wunder, ein Geschäft 100 Jahre an diesem Ort zu öffnen. Warum ist es denn ein Wunder? Weil, wissen Sie, wir hatten immer eine nicht so stabile Situation. Aber unsere Aufgabe ist es, in diesem Land zu bleiben. Denn ich sage immer, die Kirche besteht aus Steinen, aber wir sind die lebendigen Steine. Und immer hoffen wir auf eine bessere Situation, auf eine bessere Zukunft für unsere Kinder. Und es ist auch wichtig zu wissen, dass Weihnachten nicht nur in diesem Monat ist. Wir haben das ganze Jahr über Weihnachten, besonders hier an diesem Ort. Und wie haben Sie die Pandemie überstanden? War es schwierig? Während der Pandemie war es wirklich sehr schwierig und wir haben fast die Hoffnung verloren, weißt du. Und dann? Aber Sie haben sich erholt, es wurde ein bisschen besser. Nur ein Jahr, wir haben uns nicht gut erholt. Und dann passierte es. Wir sind jetzt fast 3 Monate ohne Pilger, ohne Touristen. Und wir sind in Bethlehem, wissen Sie, wir sind abhängig. 80% der Bevölkerung hier ist abhängig von Pilgern, Touristen, Souvenirläden, Fabriken, Hotels, all das ist abhängig vom Tourismus. Also ist die Situation für Sie jetzt schlimmer als während der Pandemie? Es ist schlimmer. Wir sind jetzt schon fast im dritten Monat. Wir haben keinen einzigen Kunden. Warum haben wir geöffnet? Warum haben Sie geöffnet? Sagen Sie uns bitte, warum? Weil wir die Hoffnung nicht verlieren wollen. Wenn wir zu Hause bleiben, verlieren wir die Hoffnung. Also kommen wir jeden Tag, ich und mein Vater. Mein Vater, dieses Jahr wird er das 60. Weihnachten in diesem Laden feiern. Wenn wir also zu Hause bleiben, werden wir die Hoffnung verlieren. Aber wenn wir herkommen, machen wir auf. Wir spüren, dass das Leben wieder da ist. Und ich hoffe, dass es sehr bald wieder da sein wird. Das hoffen wir auch und wir beten auch dafür. Was ist Ihre Botschaft an unsere Zuschauer des deutschsprachigen Fernsehens? Meine Botschaft ist, dass ich Ihnen sagen möchte, dass wir jetzt sehr nahe an Weihnachten sind. Wir brauchen Ihre Gebete für uns und mit Ihnen. Und meine Botschaft ist auch, dass Sie Teil dieser Kirche sind. Wir sind alle Teil dieser Kirche. Und meine Botschaft lautet, wir brauchen euer Gebet. Wir brauchen euch, dass ihr kommt und uns nicht alleine lasst. Vielen Dank für diese Worte. Merry Christmas. Fröhliche Weihnachten. Fröhlichen Weihnachten.